Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UI24TV. Ja, guten Tag. Wir sind heute mit Professor Mangold in Innsbruck verbunden. Das Gesprächsthema ist 100 Tage Krieg in der Ukraine. Herr Professor, hören Sie mich? Grüß Gott. Grüß Gott. Russland kontrolliert bereits ein Fünftel der Ukraine. 20% also sind von den russischen Truppen bereits erobert worden. Ist das jetzt die militärische Wende in diesem Krieg? Es wäre verfrüht, das zu sagen. Es ist zwar so, dass Russland offensichtlich in der Lage ist, die letzte Stadt in der Provinz Luhansk, die noch nicht besetzt ist, einzunehmen, Severodonetsk. Aber dann müsste die russische Offensive weitergehen auf die noch nicht besetzten Teile der Provinz Donetsk, also Vorstöße auf die Städte Kramatorsk und Slawiansk. Und selbst dann, wenn das gelingt, und das ist nicht sicher, würde die Ukraine, sobald sie mehr an schweren Waffen aus dem Westen erhalten hat, versuchen, Gegenoffensiven durchzuführen, um die russischen Truppen wieder zurückzubringen auf den ursprünglichen Frontverlauf. Also dieser Krieg ist keineswegs zu Ende. Und während sich jetzt für die Ukraine im Osten des Landes eher Niederlagen abzeichnen, hat sie im Süden des Landes, in der Region Cherson, durchaus Erfolge bei einer Gegenoffensive vorzuweisen. Das heißt, wir müssen uns auf einen längeren Krieg einstellen. Ursprünglich ging man ja davon aus, dass das in wenigen Wochen oder Monaten vorbei sein könnte. Kristallisiert sich jetzt eigentlich schon heraus, welchen neuen Plan Putin und seine Militärs verfolgen? Meinen Informationen nach wäre es für die russische Seite nach der vollständigen Eroberung des Donbass und nach dem Halten der besetzten Gebiete im Süden des Landes, in den Regionen Cherson und Saporischschja, ein zumindest derzeit ausreichender Kriegserfolg. Es könnte sein, dass Russland danach eine Waffenruhe anbietet. Und das wird dann für die ukrainische Seite schwierig sein, weil ich denke, im Westen wird es dann Stimmen geben, ja, die Waffenruhe sollte jetzt Platz greifen. Andere sagen, nein, das ist nur zum Vorteil Russlands. Die Ukraine muss Gegenoffensiven starten können mit unserer militärischen Hilfe. Also das würde einige Unruhe auch in den westlichen Verbund bringen. Alles deutet daher darauf hin, es werden mehrere Monate, viele Monate, vielleicht auch Jahre sein, die dieser Krieg noch braucht. Selenskyj, der ukrainische Präsident, hat ja immer betont, nein, es gibt kein Abrücken von der ursprünglichen Forderung der Ukraine, dass sich die russischen Truppen vor die Grenzen vor dem 24. Februar zurückziehen müssen. Wir werden es nie akzeptieren, dass dieses ukrainische Gebiet zu Russland gehören wird. Glauben Sie, dass das realistisch ist oder war das nötig, um eben die Moral innerhalb der ukrainischen Truppe wirklich hochzuhalten? Und so wie der Gewinn der genannten Gebiete für Russland ein Kriegssieg wäre, so wäre es für die ukrainische Seite sicherlich eine Niederlage. Also so etwas kann die ukrainische politische Führung nicht akzeptieren. Das muss sie rhetorisch immer wieder bekämpfen. Ob die ukrainischen Truppen dann aber militärisch in der Lage sein würden, die Russen bis auf die früheren Grenzen der Separatistengebiete zurückzutreiben oder sogar die Regionen Cherson und Saporischschja wieder zu erobern, das ist äußerst fraglich. Jedenfalls würde das sehr, sehr lange dauern und eher nicht von Erfolg gekrönt sein. Aber politisch muss die Aussage natürlich deutlich sein, Russland darf in diesem Krieg keine dauerhaften Gebietsgewinne machen. Ob die Ukraine das verhindern kann, ist nicht allzu sicher. In den ersten Wochen dieses blutigen Konfliktes, dieses Krieges, dieses grauenhaften Krieges, gab es zumindest im Ansatz Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Man hat einander getroffen, unter anderem in Istanbul, die Istanbuler Gespräche. Jetzt scheint das alles auf Eis zu liegen. Es gibt überhaupt keine Kommunikation zwischen Moskau und der Ukraine. Ist das ein Dauerzustand oder wird es einen neuen Anstoß in diese Richtung geben? Wie analysieren Sie das? Nun, es ist so, dass im Augenblick die Verhandlungspositionen der beiden Seiten so weit auseinander sind wie noch nie seit Beginn des Krieges. Während man Ende März in Istanbul noch davon gesprochen hat, über einen neutralen, nuklearwaffenfreien Status zu diskutieren, hört man davon von ukrainischer Seite jetzt nicht mehr viel. Eben hat sogar der ukrainische
Verteidigungsminister Resnikow in der Slowakei angekündigt, die Ukraine wünsche sich eine de facto Mitgliedschaft des Landes in der NATO, was immer das dann in der Praxis heißen soll. Also die Verhandlungsposition der Ukraine hat sich deutlich verändert und ist eine geworden, die mit Russland nicht konsensfähig ist. Umgekehrt, Russland fordert diesen neutralen Status und fordert die Zustimmung der Ukraine zu diesen Gebietsabtretungen. Und das ist für die Ukraine unverhandelbar. Also für eine Verhandlungslösung oder auch eine Vermittlung von außen sehe ich im Augenblick eigentlich keinen Raum. Ja, aber was außer Verhandlungen könnte Putin dann letztlich stoppen? Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat ja gesagt, mit Worten ist Putin nicht aufzuhalten. Kanzler Nehammer hat mit Putin telefoniert, der deutsche Kanzler und auch Frankreichs Präsident Macron haben im Kreml angerufen. Sind das alles sinnlose Gespräche? Was für Möglichkeiten gäbe es überhaupt, die russische Soldateska zu stoppen? Nun, das würde nur gelingen mit einer massiven militärischen Geräteausstattung für die ukrainischen Streitkräfte und der Lösung eines Personalknappheitsproblems, das nicht nur die russische, sondern auch die ukrainische Seite hat. Und das lässt sich einfach nicht so von jetzt auf gleich lösen. Also Putin zu stoppen würde bedeuten, Gegenoffensiven zu starten. Die traue ich den Ukrainern zumindest derzeit nicht zu und Putin wird seinerseits nicht stoppen, bis er den gesamten Donbass erobert hat. Und solange sich beide Seiten noch Erfolge auf dem Schlachtfeld vorstellen können, um damit ihre Verhandlungsposition zu stärken, wird es solche Verhandlungen nicht geben und da helfen auch keine Telefonanrufe in Moskau von wem auch immer. Die Solidarität in Europa, die war ja anfangs extrem hoch. Also man hat gesagt, man muss der Ukraine zur Seite stehen. Aber jetzt geht es wirklich um Geld, es geht um Interessen. Die Solidarität in Europa bröckelt, teilweise sogar dramatisch. Ungarns Orbán stellt sich dagegen. Ich glaube auch, dass Österreich wahrscheinlich keine großen Töne mehr anschlagen würde, wenn es um einen Gasboykott geht. Ist das die Gefahr, dass Putin Europa jetzt spalten könnte? Politisch meine ich. Es gibt eine beobachtbare Kriegsmüdigkeit in der westlichen Bevölkerung, nicht in allen Staaten, nicht in Polen oder den baltischen Staaten, aber in anderen westlichen Staaten. Das heißt, diese Euphorie, diese Solidarität von dem Beginn dieses Krieges, die sehen wir heute nicht mehr. Aber wichtig ist, dass wir auch einen politischen Zwist haben innerhalb des Westens. Während Polen, die Balten, Großbritannien und die USA das Kriegsziel für die Ukraine so definieren, dass sie letztlich in der Lage sein muss, alle Truppen aus der Ukraine zu entfernen, das heißt die russischen Truppen auch von der Krim zu entfernen, sagen Deutschland, Frankreich, Italien, nein, das birgt zu großer Eskalationsgefahr. Es muss genug sein, wenn die Ukraine die seit dem 24. Februar eroberten Gebiete wieder zurückerlangt. Da ist also schon ein politischer Riss im Westen und je stärker und je länger dieser Krieg andauern wird, umso größer wird dieser Riss werden und der innenpolitische Druck für westliche Regierungen wird zunehmen. Die Inflation, die ein enormes Ausmaß erreicht hat, hängt natürlich auch mit den Sanktionen des Westens gegen Russland zusammen und irgendwann wird die Bevölkerung sich die Frage stellen, eigentlich ist ganz schön, der Ukraine zu helfen, aber nicht um jeden Preis. Sie beobachten diesen Konflikt von Beginn an und Sie schauen auch ganz genau, was in Moskau passiert. Haben Sie den Eindruck, dass Putin in Moskau jetzt geschwächt ist nach 100 Tagen Krieg? Haben die Misserfolge, die seine Truppen in der Ukraine erzielt haben, sich irgendwie niedergeschlagen? Es heißt ja, dass bis zu 30.000 russische Soldaten gefallen sein sollen. Es muss ja Väter, Mütter, Ehefrauen, Tanten, Onkeln geben, denen diese 30.000 Soldaten abgehen. Gibt es einen innenpolitischen Druck in Moskau, dass Putin möglicherweise einlenken könnte? Nun, von der Bevölkerung gibt es natürlich jetzt größeren Unmut darüber, angesichts der vielen gefallenen russischen Soldaten, auch aufgrund der Konsequenzen der westlichen Sanktionen. Aber einen Druck von unten auf Putin erwarte ich mir trotzdem nicht.
Druck könnte kommen bei einer militärischen Niederlage aus seiner engsten Umgebung, aus den Geheimdiensten und dem Militär. Aber nach einer Niederlage schaut es derzeit nicht aus. Aber würde sich so eine Niederlage abzeichnen, würde Russland alle Gebiete, die es jetzt erobert hat, wieder verlieren an die Ukraine, würde sogar die Krim angegriffen, dann wäre die Position Putins in Gefahr. Das weiß er auch selbst. Und deswegen ist dann eine militärische Eskalation, sozusagen ein letzter Verzweiflungsakt, durchaus möglich. Also ein solches Eskalationsrisiko besteht. Und das kann natürlich auch in den nuklearen Bereich gehen. Gedanken muss man sich machen, dass jetzt auch die Gerüchte immer mehr zunehmen, Putin sei krank. Auch von immer seriöseren Quellen wird das verlautbart. Wir müssen natürlich berücksichtigen, wir sind in einem Informationskrieg und können daher nicht sagen, sind diese Meldungen nur gelenkt, sollen sie einen bestimmten Zweck erzielen, oder ist die Meldung, die wir hören, wirklich wahr, dass Putin ernsthaft erkrankt ist. Wir werden es in den nächsten Monaten sehen. Wer könnte ihn überhaupt beerben? Sind das Militärs, die vorrücken könnten? Von politischer Seite drängt sich da irgendjemand auf? Dein einziger wirklich ernstzunehmender Gegner, Nawalny, sitzt ja im Straflager. Die Medien in Russland sind praktisch gleichgeschaltet. Gibt es Namen? Wer könnte ihn beerben? Nun, wenn Putin stirbt oder zurücktritt, dann ist der Verfassung nach innerhalb von 3 Monaten eine neue Präsidentenwahl abzuhalten. Und in dieser Zeit übernimmt der Ministerpräsident die Kompetenzen des Präsidenten kommissarisch. Aber dieser russische Ministerpräsident Mischustin hätte keine Chance, bei solchen Wahlen zu gewinnen. Wenn Putin gestürzt würde, dann ist auch nicht gesichert, dass alles den verfassungskonformen Weg laufen wird. Da sind solche Namen zu erwähnen, sicherlich wie der Sekretär des Sicherheitsrates Russlands, Nikolai Patruschew, ein noch größerer Falke, was die Ukraine und die Westfeindlichkeit anbelangt. Er hätte dann Chancen, in die Fußstapfen Putins zu treten. Also wir dürfen uns von einem Sturz oder von einem Tod Wladimir Putins nicht erwarten, dass wir dann plötzlich eine westfreundliche Führung in Moskau vorfinden würden. Es kann auch noch schlimmer kommen. Und auf der anderen Seite Präsident Zelensky, zuerst saß er fast 2 Monate im Bunker, hat eben sein Land aus den Kellergeschossen herausgesteuert. Jetzt war er das erste Mal in Kharkiv, in der Ostregion. Welchen Eindruck nach 100 Tagen Krieg macht der ukrainische Präsident auf Sie? Hat er noch die Kraft, wirklich sein Land in Richtung absolute Freiheit zu peitschen? Oder hat er auch schon Schwächen gezeigt in den vergangenen Wochen? Nun, Zelensky, dessen Popularität vor dem Krieg auf 24% abgesunken war, und er war ja 2019 mit über 70% gewählt worden, der hat sich in diesem Krieg in eine neue Rolle als Kriegsherr und Schutzherr der Ukraine hineinentwickelt, ist in diese Rolle hineingewachsen. Er erfüllt sie sehr, sehr gut. Die Zustimmung zu ihm liegt weit über 90%. Das heißt, er kann die Ukraine einigen und einen hinter dieser Verteidigungsanstrengung. Er ist von Seiten der politischen Elite auch weitgehend unangefochten. Nur ein Zugeständnis Selenskis etwa im Hinblick auf eine neutrale Ukraine könnte ihn politisch in Gefahr bringen. Aber bis jetzt ist er unumstritten und wird von der Bevölkerung unterstützt und ist wirklich so eine Art Winston Churchill der Ukraine, auch wenn ich ihn nicht mit Churchill vergleichen möchte, aber erfüllt dieselbe Funktion. 12 Millionen Ukrainer sind auf der Flucht. Insgesamt hat das Land 44 Millionen Einwohner und etwa 5 Millionen davon haben die Flucht ins Ausland angetreten, viele davon auch nach Österreich. Jetzt haben wir 100 Tage Krieg. 20% des Landes sind größtenteils zerstört und ausgeraubt, weil der Feldzug in der Ukraine ist ja auch ein Raubzug. Es werden Güter abtransportiert, Traktoren, Erntemaschinen, Stahl aus Mariupol. Herr Professor, sitzen wir in einigen Jahren wieder hier und werden sagen, das sind 1000 Tage Krieg in der Ukraine? Oder glauben Sie, dass sich irgendwann bis zum Jahresende eine Lösung abzeichnen könnte? Ich denke, niemand könnte seriös jetzt davon sprechen, wann dieser Krieg sich seinem Ende zuneigt. Das
können noch viele Monate sein, das können aber auch Jahre sein. Das hängt wirklich vom Kriegsverlauf ab und von den Fähigkeiten beider Seiten, sowohl was die Soldatenmannschaftsstärke anbelangt, auch als auch das militärische Gerät. Ich würde jedenfalls sagen, wir werden uns im Herbst ganz sicher wieder über dieses Thema unterhalten können und auch noch im Winter. Herr Professor, es gibt Meldungen darüber, dass Österreichs ehemalige Außenministerin Karin Kneißl vom russischen Geheimdienst angeworben werden hätte sollen. Was glauben Sie, ist dran an diesen Gerüchten? Dass russische Geheimdienstmitarbeiter das versucht haben, halte ich durchaus für wahrscheinlich, jedenfalls für möglich. Es ist so, dass die Geheimdienste nicht erst Personen anwerben wollen für die Dienste, die dann hohe staatliche politische Funktionen innen haben oder hohe wirtschaftliche Funktionen, sondern die Geheimdienste beginnen sehr früh, sich für Menschen zu interessieren, die eine Karriere machen könnten, die irgendwann mittelfristig in eine einflussreiche Position aufsteigen könnten. Und man will sie sozusagen im Frühstadium anwerben und dann züchten, bis sie tatsächlich einflussreiche Positionen haben, um sie dann für die russischen Interessen zu verwenden. Starten Sie auch auf der Liste des KGB? Nun, ich hatte auch Kontakte mit Geheimdienstmitarbeitern der russischen Seite, die sich für Informationen von mir interessierten. Das war aber in den frühen 90er Jahren und hat seit etwa 1994 aufgehört. Das heißt, Sie waren auf der Payroll nicht drauf, oder? Nein, auch wenn Sie gezahlt hätten. Ich hätte nicht mitgemacht. Danke vielmals. Gerne.